Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Final Fantasy 15. Heute fahren wir mit dem Auto ein bisschen und ich habe drüber nachgedacht, wie ich das Ganze gestalten werde. Und zwar werden wir den Loot auf jeden Fall aufheben zusammen, allerdings werde ich schneiden, denn die ganzen Fahrten sind zwar für mich sehr schön, was sagt der Wetterbericht? Aber für euch ist das, denke ich, eher langweilig. Schön. Deswegen gucken wir mal auf die Karte. Und wir müssen eigentlich gar nicht lange fahren, ne? Ja, ich wollte eigentlich eine Markierung setzen. Da möchte ich gerne hin. Kann man keine Markierung setzen? Menü ein und raus, steuere den Regalia. Ja gut, gut. Ich muss mir meine eigene Route zusammenbasteln. Also, ich wende, fahre nach rechts und so mittig dazwischen ist die Wundstelle. Okay, dann sehen wir uns gleich da irgendwo. Na nun, was haben wir denn da? Hier steigen wir mal aus. Nicht wenden, aussteigen! Wir wenden nochmal kurz. Warte. So. Ich vergesse jedes Mal, dass X quasi eine andere Taste ist als die ich gewohnt raus bin. Raus mit euch! Alles klar. So, was ist hier los? Haben Sie Probleme, Mister? Kann ich Ihnen helfen? Ihr kommt wie gerufen. Mein Wagen ist liegen geblieben. Für die Reparatur des Wagens wird ein Pannenset benötigt. Nebenaufgaben. Eine Nebenaufgabe wird aktiviert. Lege im Menü unter Aufgabe fest, welche Aufgabe du erledigen möchtest, um Zielort und Angabe und so weiter zu machen. Okay. Ja, gut. Achso, ist... Okay. Jetzt haben wir es doch. Aufgaben. Vom Pech. Überholt. Zeigt mich... Habe ich so ein Pannenset? Ihr kommt wie gerufen. Mein Wagen ist liegen geblieben. Okay, ich habe kein Panzer. Wir brauchen erstmal ein Panzer. Das heißt, wir ändern unsere Taktik und werden zur Kiste gehen. Von hier aus. Orientierung bitte, lass mich hier im Stich. Ach cool, damit kann ich auch die Karte öffnen. Das ist um einiges leichter. Okay, ich gehe quasi nach rechts. Oh Gott, wo kommt ihr denn her? Diesmal gebe ich die Befehle. Aber mach's kurz. Und mach für mich verständlich. Greif an. BTF, wo kommt die denn her, bitte? Hä? Eigentlich, als würd's dir blenden gehen. Ah ja, das ist schön. Das gefällt mir. Oh, ist das cool. Er hat gerade den Song von Cloud Strife gespielt, wenn er etwas gewonnen hat, wenn er einen Kampf gewonnen hat. Einfach zu cool. So. Die Truppe findet sich da hinten irgendwo, ne? So, so, so. Habe ich den Eingang gefunden? Okay. Ich denke mal, da wird irgendein Viech sein. Oder... Was ist das hier für ein Ort? Die Truhe muss da oben sein. Moment. Ich have ne idea. Ich will da hoch. Okay, okay. Es gibt einen speziellen Weg da hoch wahrscheinlich. Und der führt bestimmt durch die Felsen. Ändern nicht nur das Aussehen, sondern ja komm, das weiß ich doch. Wie komme ich darauf? Ich muss darauf. Bis zum. Tja, lasst uns ein paar Knochen brechen. Gute Idee. Ich bin dabei. Oh ja, Knochen brechen. Das sind viele. Ach cool, keine Ausdauer mehr. Na gut, dann laufen wir. Jetzt leg ich los. Übernimm dich bloß nicht. Oh, jetzt, aua, ich hau richtig Schaden raus, ey. Was ist los mit mir? Schluss mit dem Elend. Verdammt. Hilft mir doch, Jungs. Hilft mir. Na toll. Zu spät. Überraschungskammer. Wir verstehen uns. So, ein kleiner Warp dahin und dann töten wir dich, mein Freund. Ha, wunderbar pariert. Wie es ein Meister nur kann.
bin überwältigt. So bin ich halt. Wie viele sind denn hier noch? Au. Ich bin aber eben weg. So, dich klappe ich mir vor, mein Freund. Zack. Ah, nein. Aha. Huh? Was zum... Was passiert hier gerade? Ich weiß es nicht. Egal. Wir machen den Typen erstmal kaputt. Wie automatisch die Kombos raushaut. Okay. Die haben wir schon mal platt gemacht. Und dennoch frage ich mich, wie zum Teufel komme ich da hoch? Hallo. Oh, noch mehr Eier. Ich habe genug Eier. Die Frage ist immer noch... Oh, Moment. Das sieht richtig gut aus. Spiel! Please. Och, Mann. Was ist denn das? Mega Phönix. Ach, das war... Ach komm, das war die Truhe. Wie komme ich da nur hoch? Ich musste niemals hoch. Bullshit. Naja, gehen wir zu unserem Auto zurück. Ein Herz für Tiere? Nicht mit mir. Wo kommt ihr schon wieder her? Aha, ich ausgewichen bin. Oh, die sind schön schnell, das gefällt mir. Oh, wie wir sie fertig gemacht haben. Perfekt. Oh ja, das gab richtig Punkte. Oh, da hinten rennt irgend so ein Riesenviech rum, oder? Nee, das sind die Kleinen, ganz normal. Gut. Gehen wir. Somit fahren wir. Sehr schön, Soundtrack. Wir fahren mal dahin, zur Fundstelle. Ich vergesse jedes Mal, dass ich, Oh, Geschäft. Hier kann ich Essen kaufen. Krass. Aber sonst nichts Großartiges. Jedenfalls... Was ist eigentlich automatisch fahren? Karte. Ich kann ihm sagen, fahr dahin. Okay. Seid ihr soweit? Okay, los geht's. Ah, das ist entspannt. Ja, nice. Guckt's euch an. Was zum... Wo fährst du denn lang? Das ist ja wohl ein langer Weg, den du einschlägst. Egal. Das ist cool. Guckt's euch an. Ich kann auf die Karte gucken. Ich kann die Fahrt genießen. Das ist cool. Wollte ich immer machen. Ja, verdammt, die kommen aus dem Nichts. Übrigens ist ein kleiner Sandsturm aufgezogen. Ja, Technik D, WTF, ich hab die kaputt gehauen. Was soll denn das? So, hier muss die nächste Schatztruhe sein. Ach, wieder aus dem Nichts, cool. Lassen wir die Waffen sprechen. Was ist passiert? Kinderleicht. Ah, da sind noch mehr. Aber ich bin mittlerweile so mächtig. Die können nichts gegen mich tun. Haben sie diesen Schatz bewacht oder was? Gehen wir. Technik schon wieder D. Warum? Bin doch eigentlich gut. Egal. Hier ist der Schatz. Ja, ich hab doch gerade X gedrückt. Ein Bronzereif. Achso, das ist immer noch die Markierung. Na gut. Der Schatz hat sich ja nicht wirklich gelohnt. Hatten wir ja schon. Nichts Neues. Es ist schon wieder. Wie sollen wir vorgehen? Wir machen sie platt. Sehr hilfreich. Ach so, klar, logisch. Das ist ein Final Fantasy. Das sind ja so random Monster, die immer auftauchen, ne? Nur das haben sie sehr elegant gelöst diesmal, dass sie einfach aufploppen und du gegen sie kämpfst. Finde ich gut. Haben sie wirklich gut gemacht. Normalerweise
poppt halt ein Kampffenster auf und plötzlich bist du im Kampf. Und hier ploppen die Gegner auf und du bist im Kampf. Das haben die wirklich gut gelöst. Ich will zum Auto, nicht zur Quest. Und jetzt würde ich sagen, werden wir definitiv in der Klemme machen. Wir sind zwar Stufe 5, aber ganz ehrlich, Freunde, ich bin so mächtig. Mir kann keiner was. Mein Magen knurrt. Wann sind wir denn endlich da? Was heißt da? Wir sind im Auto. Das ist genau da. So. Ich möchte gerne... Ja, falscher Trigger. Dahin. Lasst nichts liegen. Okay. Los geht's. Ist das noch weiter tiefer drin? Ignis, warte mal. Halt mal an. Wir halten hier kurz an. Ist das nicht okay, hier sofort? Gehen wir zu Fuß weiter. Das muss doch hier sein. Oder ist das dieser Bereich? Ich glaube, das ist der ganze Bereich hier. Aha! Ich sehe kleine Köpfe. Die gleich rollen werden. Ich denke mal, das wird gar kein Problem. Ich höre sie schon. Stufe 7. Scheint, als wären wir fündig geworden. Komm her! Ja. Ich finde es ein bisschen blöd, dass die Kamera nicht mitgeht. Aber ansonsten... Ach, verdammt. Okay. Ach so. Einfach anvisieren. Dann geht das schon. Okay, Jungs. Ich würde sagen, Durchschuss. Oh yeah. Auf dich ist Verlass. Gerne wieder. Obwohl die so tanky sind, denke ich mal, das wird gar kein Problem. Was zum Teufel? Oh Gott, ich habe einen kritischen abbekommen. Wir haben einen kritischen abbekommen. Jungs, helft mir. Danke, Gladio. Nicht nachlassen. BTF. Okay. Ich sollte ein bisschen besser aufpassen. Alter, nein. Das riecht nach Ärger. Haben uns wohl etwas übernommen. Ja, ein bisschen. Gefährten retten. Wenn die LP eines Gefährten auf Null fallen, sind seine Fähigkeiten stark eingeschränkt. Eile zu einem Gefährten im kritischen Zustand und heile ihn, bevor er kampfunfähig wird. Okay. Ich habe selber einen kritischen. Hilfe! Hilfe! Help me! Keine Angst, du bist nicht allein, Prompto. Oh, danke. Bist du okay? Alter! Ich komm klar. Guckt sie euch an! Die machen mich fertig! Sollte ich vielleicht einfach weglaufen? Kann ich mir einen Heiltrank reinziehen? Gladius ist einfach noch voll. Wow! Will nicht behaupten, dass das richtig gut war, aber es war richtig gut. Der erste ist gleich am Arsch. Jawohl! Taniert! Oh! Ich bin OP! Jetzt komm her, du Schlampe! Zack! Okay, der hat noch volles Leben. Aber das ist ja gar kein Problem, ne? Oh ja, mein Freund, mach einen Ansturm. Bäm! Zertrümmert! Alleine hat er überhaupt keine Chance gegen uns. Ich finde es cool, wie unsere Waffen hier rumfunkeln und alles. Puh! Oh Mann, hab ich vielleicht einen Durst? Ich bin am Verhungern. War ja auch ein harter Kampf. Ja, es wird auch spät. Ich würde sagen, wir fahren mal zur Raststätte, oder? Ja, wir müssen die Quest sowieso abgeben, ne? Was ist los? Nacht.
Nachts ist es zu gefährlich. Lass uns irgendwo übernachten. Ja klar, wollte ich machen. Das war mein Plan. Okay, ab in die Stadt. Ruhen wir uns anständig aus. Das war schon immer mein Plan. Huch, Hynafreya, Nox, Floret. Oh, die süß. Die Verlobte von Noctis stammt aus der imperialen Provinz Tenebrea. Als Kind nannte Noctis sie der einfach halber Luna, ein Spitzname, der sich für die Ganagi mittlerweile eingebürgert hat. Guckt euch an, wie detailsgetreu diese Menschen aussehen. Krank. Ach, Licht. Da fühle ich mich irgendwie gleich sicherer. Ja, bei Licht müssen wir wenigstens keine sicher fürchten. Okay, ich glaube, wir sollten tanken. Ja klar, komm, tanken wir auf. 10 Gil, das ist Babykram. Hallöchen. Oh, wenn du für mich tankst, ist das natürlich in Ordnung. Ich finde es zwar ein bisschen übertrieben, wie sie rumläuft. So. Aber naja. Hat sie sich umgezogen? Nee. Nein. Fertig. Das ist die andere. Oh Gott. Oh Mann, Square Enix, das habt ihr nicht wirklich getan, oder? Am besten sollte man jetzt noch die VR-Brille anziehen und im Auto dabei sitzen. Meine Fresse. Es ist wirklich ein bisschen übertrieben, wie sie designt wurde. Es ist wirklich übertrieben. Nicht nur, dass die Brüste verdammt falsch aussehen, es sieht aus, als hätte sie wirklich Beton in den Brüsten. Es sieht aus, als hätte sie Beton in den Brüsten. Du bist der Freund von Zelt. Meine Jungs. Okay, Bebo und mich selbst nie wieder so einen Scheiß machen. Aber dafür hat es richtig Kohle gegeben. Und ich wette für den anderen. Falls ihr Fragen habt, schießt los. Den Rest brauchen wir ein paar mehr Level, ne? Geht ihr für uns auf die Jagd? Ja, 15. Stufe 15 ist das. Vordert Rang 2. Ja, nicht mit 15 gehe ich da auf jeden Fall nicht hin. Ich hoffe, es hat euch bei uns gefallen. Vielen Dank, Mister. Wir sollten definitiv schlafen gehen und somit unser Level erhöhen. Es ist cool, dass es Nacht wird. Das ist auch cool gemacht. Ich bin begeistert über dieses Spiel. Nacht, heute mache ich dich fertig. Hä? Meinst du in King's Knight? Herausforderung angenommen. Da bin ich auch dabei, Jungs. Was zur Hölle ist King's Knight? Oh, wir können Fotos angucken. So. Bilanz, Zeit S, Offensive S, Technik. Ich glaube, das ist, weil ich nie ausweiche. Ja, das ist wirklich, da muss man sich reinfuchsen in das Ausweichen. Wir spielen auf dem Smartphone. Ah. Nicht mal Level 6. Pfadfinder. So. Ist das morgens gewesen? Tolles Foto, Prompto. Ich hab keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. Genau. Das muss ich speichern. Das muss ich speichern oder das teilen wir auch. Die Schatzsuche, die mich plagte. Ja, komm, nimm. So, teilen. So. Nein, nicht teilen. Wir speichern das erstmal. Und dann teilen wir das. Einfach mal die Fahrt genießen. Gut siehst du aus. Ach was. Wir sind da zwei Schwarze dabei. Achso, er hat nicht genug Fotos gemacht. Naja. So viel zu den Fotos. Da waren wirklich gute dabei. Zwei Stück. Ja gut, der andere mit dem Teleport sah natürlich nice aus, aber... nicht so überragend. So, es ist tags. Wir sollten losziehen. Chocobo-Dinges ist immer noch nicht repariert worden. Und ich würde sagen, damit begeben wir uns zur Hauptquest. Wir haben hier alles soweit erledigt, ne? Ja. Bitte einmal zur Hauptquest.
Aufgabenziel. Na gut, dafür brauche ich erstmal dieses Ding des Kirchens, ne? Vielleicht werden wir eines Tages zurückkommen. Lasst nichts liegen. Okay. Jetzt geht's erstmal los, Leute. Einfach zurücklehnen und genießen. Oh, schön. Stopp, stopp, stopp! Halt mal an! Verstanden. Was war das? Also los, Bewegung. Wir haben es alle gesehen, da war eine Truhe. Sind die Truhen wieder da? Hier ist eine neue Truhe. Oh, geh ich mal kurz hin. So viel Zeit muss sein. Oder hatten wir die Truhe nicht schon mal aufgenommen? Die kommt mal sauberkannt vor. Wir haben drei Truhen geöffnet, ne? Eins, zwei, tatsächlich. Die Truhe ist aber wieder da. Gut, dass ich das während der Fahrt gesehen habe. Das heißt, sie kommen wieder, die Fundorte, ja? Das ist interessant zu wissen. Granatarmband. Immerhin können wir das Zeug gut verkaufen, also. Das lohnt sich schon. So. Und damit können wir weiterfahren. Ein Motel. Wir fahren zum Motel. Was wollen wir denn hier? Ja, macht das schon automatisch, der Typ. Ortschaft entdeckt. Der Prinzenversand. Hier sollen wir das Päckchen abgeben. Ignis übernimmt im automatischen Modus das Fahren. Wenn du im Menü ein Ziel wählst, bringt er dich auf kürzesten Wege dahin. Nachts, wenn sicher die Gegend unsicher machen, fährt Ignis jedoch nicht. In diesem Fall muss Noctis das Steuer übernehmen. Oh. Aber ich musste vorhin nicht mal fahren. Ich kann auch automatisch laufen. Das müssen wir mal checken, abchecken das nächste Mal. Wir gehen erstmal zur Raststätte und gucken, was da so abgeht. Das ist so eine Raststätte? Nee, das ist ein Shop. Sehen wir uns das mal an. Was denn? Schönen guten Morgen. Was verkaufst du denn so, meine Liebe? Ein zweifarbiges Design mit einer Kombination aus Schwarz und Weiß. Kann man einfach nichts falsch machen. Mit diesem Album kannst du unterwegs Klängen von Final Fantasy 2 hören. Ja gut, komm, wieso nicht. Vielen lieben Dank. Und den Zweiton nehmen wir auch mal. Bis bald. Oh rein, haben wir jetzt das Auto schon gefärbt? Nö. Weiß noch nicht, wie man färbt. Wir werden das noch herausfinden müssen. Gehen wir erstmal ins Dinner. Da gibt es ja immer... Was bist du denn für einer? Bin ich erledigt. War ein ganz schöner Knochenjob. Fotozeit! Nein! Oh, großartig! Lol. Wir haben da einfach mal ein Foto geschossen. Wie das duftet. Können wir hier spielen? Tatsächlich. Komm, spielen wir. Eine Runde Justice Monsters 5 für 10 Gil spielen? Ja, klar. Start. Die vom Gargoyle-Prinzen angeführte Bahamut-Flotte hat den Planeten Nova und seine friedlichen Monsterbewohner angegriffen. Doch zum Glück gibt es die Justice Monsters, furchtlose Ritter der Gerechtigkeit. Ein epischer Kampf um Frieden und Freiheit schickt sich an. Die Grundfeste der Galaxie zu erschüttern. Was ist das? Was ist... Ist das so eine Art Beyblade? WTF? Ach, damit... Ah! Jetzt verstehe ich, wie das Ganze funktioniert. Was zum... Was habe ich denn da jetzt gemacht? Egal. Nochmal einen kleinen Schubser. Das ist ein ganz komisches Spiel, Leute. Ein ganz komisches Spiel. Bam! Kommen jetzt neue Monster? Ein Heiltrank. Easy. Wir haben verschiedene Beyblades, glaube ich, ne?
Da unten sind irgendwie mehrere. Da ist ein Level 7er dazu gekommen. Aber ich glaube, wir hören auf. Es ist nicht wirklich spannend. Zocker! Vor kurzem meinen ersten MI gesehen. Echt unheimlich. MI? Was ist ein MI? Hallo auch, ich bin's, Kenny Crow. Kennen Sie schon unsere neuesten Köstlichkeiten im Krähennest? In der Hauptfiliale in Altlestalung gibt's ein geheimes Spezialmenü. Der Konkurrenz immer eine Schnabellänge voraus. Krähennest! Mann, wie das duftet. Krähennest, oh cool. Werde ich mal vorbeischauen. Ja, wir sind im Krähennest. Gib mir das Spezialmenü. Willkommen im Krähennest. Hungrig vom Jagen? Was interessiert euch? Refugien wurden eingezeichnet. Parkplätze wurden eingezeichnet. Gut, das wussten wir ja schon. Ortschaften wurden eingezeichnet. Ah, die Truhen. Sammelstellen wurden eingezeichnet. Sehr schön. Das heißt, die nächste Ortschaft wird wahrscheinlich da unten sein, wo wir hin müssen, ne? Was hast du so für Quests am Start? Alle schwere Brocken. Ja, Level 7, ich weiß nicht. Ja. Schatten aus den Schächten. Ja, nehme ich an. Nehme ich erstmal an. Das sind Goblins. Ah, die kennen wir doch, die Goblins aus der Demo. Die Beute für diesen Jagdauftrag ist nachtaktiv. Der Jagdauftrag lässt sich daher nur nachts erledigen. Ach du Scheiße. Nein. Hier ist die Speisekarte. Kenne ich Lachs. Verteidigung, Angriffskraft. 1400 Gilden, ey, kannst du knicken. Wir zählen auf euch. Ich bin zu geizig für den Scheiß. Sollen wir tanken? Ein bisschen was ist noch drin. Dann lass uns lieber bis Hammerhead warten. Ist Hammerhead günstiger, oder was? Gut, liefern wir erstmal das Päckchen ab. Wir brauchen unbedingt irgendwie Erfahrung. Wir müssen nachts zu den Goblins. Also ich will da gar nicht hin. Das heißt, ich muss selber fahren. Was ist denn das? Aufgaben. Prinzenversand. Ihr seid mit der Lieferung hier? Vielen Dank. Lass den Wagen einfach stehen. Ich kümmere mich drum. Umbra? Oh, Umbra? Eine Lieferung? Guter Junge. Der Hund hat echt ein gutes Gespür. Ist ja auch kein gewöhnlicher Hund. Immer wieder schön, dich zu sehen. Wartet mal eben. Vor 12 Jahren. Noctis und Luna. Eine Blume. Aus solchen haben wir unsere Kronen geflochten. Ja, ich erinnere mich. Silblüten. Noct? Ja? Ich habe eine Bitte an dich. Würdest du dieses Buch bei deiner Rückkehr mit nach Hause nehmen? Klar. Und dann könntest du auch was reinkleben und es wieder zurück an mich schicken. Das Buch. Die schicken es immer noch hin und her. Wie süß. Bald breche ich aus Tenebrae auf. Möchtest du dem Sticker eine Nachricht hinzufügen? Kannst kaum erwarten, dich wiederzusehen. Wir haben vor kurzem Insomnia verlassen. Verstanden. Kannst kaum erwarten, dich wiederzusehen. Fertig. Pass gut auf dich auf. Du sagst es mir sicher sowieso nicht, aber... Dann spar dir die Frage. Wofür ist das Buch? War ein Versuch wert. Unsere Pflicht ist getan. Wir sollten zum Galdinkai weiterfahren. Zum Galdinkai begeben. Fragezeichen? Aufgabe. Wartet mal kurz. Bei der Lieferung eben war auch etwas für Meldatio dabei. Meldatio? Du meinst die Jägerzentrale? Korrekt.
Ihr Vorsitzender ist gerade vor Ort. Könntet ihr ihm die Sachen bringen? Noct, das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Dave finden. Gut, Freunde. Wir müssen Dave finden. Das kriegen wir auch locker hin. Werden ihm den Brief übergeben und dann schauen wir uns, was diese Jägerzentrale ist. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.